Die IT-Herausforderungen nicht nur 2013, sondern auch in den nächsten Jahren sind Wissensgewinnungen von hochdimensionalen Datensätzen. Und zwar, wir leben in einer Welt als Daten. Wenn ich dich jetzt so anschaue, sehe ich dich als hochdimensionales Set von Point Cloud Data. Das Wichtige ist jetzt, aus diesen Daten Wissen zu gewinnen. Denn Daten per se sind nutzlos, aber Daten werden immer mehr, immer mehr, immer mehr. Der erste Schritt ist Information, aber Information ist auch nur eine Vorstufe, weil in letzter Konsequenz ist Entscheidungsunterstützung das Wesentliche. Das heißt, Leute müssen Entscheidungen treffen aufgrund von Fakten, die in den Daten gespeichert sind. Jetzt ist es notwendig und wichtig, die richtigen, relevanten Daten herauszufinden, zu Wissen transferieren und die Irrelevanten auszublenden. Ja. Das ist sehr, sehr schwierig. Und welche Aufgabe kann die IT dabei wahrnehmen? Die IT hat eine Schlüsselaufgabe, weil die IT ist sozusagen wirklich das herausfordernde Element in unserer Welt, in der zukünftigen. Also die Zukunft ist datenzentriert und die IT geht mit diesen Datenmengen um. Das heißt, die liefert die Grundlagen zur Bearbeitung dieser Daten. Und wir sehen die ganze Welt als Daten. Wie fit sind deiner Ansicht nach die Unternehmen jetzt schon, wenn es um diese Bearbeitung geht? Ich sehe, dass da ein enormer Nachholbedarf notwendig ist. Also wir sind sehr, sehr gut auf der physikalischen Ebene, Infrastruktur und so weiter. Aber jetzt geht es wirklich um die Challenges, um die Herausforderungen, was wir mit diesen Datenmengen anfangen. Also ich denke da jetzt an zum Beispiel Datenströme, wie du ja ein Facebook-Fan bist, nicht? Das sind mächtige Daten. Daraus kann man zum Beispiel Opinion-Mining betreiben. Okay. Damit kann man Dinge machen, wo man direkt prospektiv sozusagen Trends ablesen kann. Und das gilt für jeden Bereich, ob wir ins Gesundheitswesen schauen, Health-Bereich, ob wir ins Governmental-Bereich schauen. Also das ist überall sehr, sehr, sehr spannend. Und das Wichtige dabei ist, dass wir immer den Fokus haben, userzentriert heranzusetzen. Was braucht der End-User wirklich? Okay, weil wenn ich dich richtig verstehe, sollen uns Computersysteme die Daten so aufbereiten, dass wir Entscheidungen besser treffen können. Heißt das aber nicht, dass der Computer unsere Entscheidungen vorwegnimmt? Genau das ist es nicht. Ja, und zwar deswegen heißt unser Ansatz intelligent, interaktiv, weil die Intelligenz steckt in unseren Köpfen, nicht in den Maschinen. Okay? Das heißt, wir brauchen das Domänenwissen, wir brauchen dein Wissen, wir müssen dein Wissen anzapfen. Nur du kannst in den Daten herumstirbeln. Und wir wollen dir nur ein Werkzeug in die Hand geben, damit du intelligenter suchen kannst in diesen Daten. Wie sehen die Prototypen für solche Lösungen aus? Die Prototypen für solche Lösungen bewegen sich im Visual Analytics Bereich oder zum Beispiel im Data Analytics Bereich. Und da gibt es das letzte Harvard Business Review Heft, das solltest du lesen. Data Analyst, the most sexiest job of the next century. Ja? Okay. Ein Schlagwort, mit dem wir auch zu tun haben, ist Big Data. Absolut. Ja, Big Data ist leicht erklärt. Big Data ist Data. Just big.